An so einem Abend nach einem sehr strahlungsintensiven Tag können die Unterschiede bis zu 10 Grad bedeuten. Das heisst, also einem Ort in Bern, sagen wir mal an einem kühlen Ort, vielleicht in Bümplitz, haben wir am Abend 18 Grad und an einem anderen Ort in der Altstadt haben wir immer noch 28 Grad. Urban Climate Bern ist ein Forschungsprojekt von Uni Bern. In diesem Forschungsprojekt vermessen wir eigentlich das Stadtklima von Bern. Dazu brauchen wir 60 bis 80 selber gebaute Stationen, die in den letzten 4 Sommern aufgestellt sind. Wir sind hier im Breiter Rhein am Waffenweg und das ist einfach sehr eine spannende Station, weil der Breiter Rhein allgemein doch sehr warm ist. Er gehört zu den wärmsten Quartieren von Bern. Und es ist halt so, dass hier auch sehr viele Leute leben. Das heisst, die Leute schlafen auch hier und der Stadthitzeffekt ist vor allem in der Nacht am stärksten ausgeprägt. Das heisst, die Leute, die hier im Breiter Rhein wohnen, schlafen bei wärmeren Temperaturen als zum Beispiel Leute, die in Bümplitz wohnen. Wir versuchen, so die verschiedenen Mikroklimas der Stadt Bern zu erfassen. Das heisst, wir haben zum Beispiel Messstationen in sehr grünen Bereichen, zum Beispiel in Parks. Aber wir haben auch Messstationen in der Altstadt, eben dort, wo es zum Beispiel sehr wenig grüne Flächen hat. Die Sensoren die stellen wir eigentlich überall in der Stadt Bern auf. Also man kann kaum eine halbe Stunde rumlaufen, ohne so einen Sensor zu sehen. Die Stationen messen von Mitte Mai bis Mitte September Temperaturen und sie geben sehr ein sehr detailliertes Bild, wie die Temperaturverteilung in der Stadt Bern ist. Wir haben Hotspots, zum Beispiel die Altstadt. Dort sehr wenig Grünflächen, es ist sehr viel versiegelt, der Wind kommt schlecht dazu. Aber auch Quartiere, also zum Beispiel der Breiter Rhein ist sehr warm oder der Mattenhof. Heute geht es wirklich vor allem um den Stadthitzeffekt und damit um Temperaturen.